Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um die Daltrup-Aktie. Das ist der einzige börsennotierte Anbieter von Geothermie. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Geothermie kennt, aber es bedeutet, man bohrt ein Loch in den Boden und dann kommt dann da warmes Wasser raus, was man dann entweder direkt zum Heizen nutzen kann oder natürlich auch zur Stromerzeugung oder beidem. Ja, das ist extrem wichtig für die Energiewende, da es grundlastfähig ist. Ich habe auch keine Windräder, die die Landschaften irgendwie für die manche zerschandeln. Und ich habe auch nicht vielleicht das Problem mit alten Solarmodulen, die da irgendwo hingeschmissen worden sind. Also wenn das mal gebohrt worden ist, das hält dann schon sehr, sehr lange. Und was ja viele auch nicht wissen, ja, Solar und Wind, die produzieren Strom, aber der größte Energieverbrauch ist eigentlich die Wärme. Ja, das kommt vor allem halt aus Gas und da sind wir halt noch beim sehr geringen Anteil von erneuerbaren Energien und das kann eigentlich im skalierbaren Maßstab nur die Geothermie leisten. Aktuell macht es natürlich auch noch ein bisschen Biogas und solche Themen, aber das ist halt auch begrenzt. Ja, bevor es aber weitergeht, ganz wichtig der Hinweis: Ich bin indirekt in Daltrup investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist auch keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Und vor allem, wie gesagt, es ist keine große Aktie, die natürlich deswegen auch spekulativ ist, wo die Kurse auch mal relativ schnell hoch oder runter gehen können. Und die Firma hat auch ein bisschen so eine bewegte Vergangenheit. Also man hat dann lange ein bisschen vielleicht auch die falsche Strategie gemacht. Also man wollte dann solche Geothermie-Kraftwerke betreiben. Das hat lange nicht so richtig hingehauen. Jetzt konzentriert man sich wieder auf die Bohrungen und seit dem Überfall der Russen auf die Ukraine bekommt das Thema natürlich neue Relevanz und das wird natürlich über die nächsten Jahre für volle Auftragsbücher sorgen. Es gibt eine starke staatliche Unterstützung und es rechnet sich halt auch für Firmen. Die Firma selber schon 75 Jahre alt, also kein Startup und auch familiengeführt. Also die Familie Daltrup hält da die Mehrheit. So Sachen sind eigentlich gut, wenn sie die Mehrheit halten, auch nicht immer ideal, weil sie halt so ein bisschen schalten, walten können, wie sie wollen. Und dann kann man da auch nicht als Aktionär eingreifen. Das ist sicherlich ein Nachteil. Aber wir sehen hier diese Themen. Sie sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, wo sie auch Bohrungen machen für die Endlagerstätten von Nuklearabfall. Aber das große Potenzial ist halt einfach jetzt die Geothermie die nächsten Jahre. Hier nochmal das, was ich gesagt habe: Über 50% ist für Wärmeanwendungen und das importieren wir halt vor allem. Also für Deutschland ist ganz wichtig, dass wir hier auch unabhängiger sind und wir haben viele Standorte, wo man Geothermie ganz gut machen kann. Aktuell, wie gesagt, tiefe Geothermie, 0,8% innerhalb der erneuerbaren Energien, also verschwindend gering. Und da muss einfach mehr passieren, auch aus strategischen Gründen für Deutschland. Und es ist natürlich auch sehr, sehr grün, ne? Also ich habe hier keine irgendwie Feinstaub- oder Stickoxide-Emissionen, wie ich es vielleicht beim Biogas habe. Und das würde ich auch unterschreiben. Also ohne Geothermie ist es um die Umstellung beim Heizen sehr, sehr schwierig in Deutschland. Und sie sind, wie gesagt, halt da der einzige Anbieter, der auch nur 60 Millionen an der Börse wert ist. Natürlich so vom Geschäftsmodell sind natürlich solche Servicebohrungen nicht so super interessant. Da ist natürlich das, aber das kann man natürlich dann auch noch mehr erweitern, wenn sich halt auch Geothermiekraftwerke noch mehr lohnen. Da ist auch die Technik besser geworden. Aber ich glaube, das ganz große Faktor ist halt auch, wenn Firmen anfangen, wie jetzt zuletzt MTU, also gibt es hier staatliche Förderung, dass das irgendwie schneller geht. Davor gab es halt auch immer wieder Widerstand. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist eine große Industriefirma, die muss ja ihre Räume heizen oder Prozesse, dass die halt statt irgendwelchen Gasimport halt irgendwie bohrt und dann sind sie da unabhängig. Die haben oft noch Cash und das lohnt sich. Und sie decken halt die komplette Wertschöpfung ab in der Geothermie. Also machen die Studien, sagen auch, die finden was, machen dann die Bohrungen, machen den Wasserkreislauf, dass dann das warme Wasser hochkommt. Und können dann auch ein Heizkraftwerk oder eine Fernwärmeversorgung machen. Das ist natürlich auch gut. Ja. Viele haben ja vielleicht Fernwärme zu Hause und dieses System kann man daran dann auch anschließen. Also es ist ein bisschen wie so eine Wärmetauscher, aber halt im großen Maßstab und sie machen das als Turnkey oder als Servicevertrag. Haben dann verschiedene Bohrkraftwerke, die wir hier sehen, und suchen dafür natürlich Mitarbeiter, was natürlich aktuell auch eher ein limitierendes Element
ist. In den Niederlanden gibt es natürlich auch viel Gas, aber die möchten auch in den Bereich gehen und auch die Schweiz. Und das ist natürlich dieses Thema, das jetzt in Deutschland massiv kommen wird, sowohl bei Firmen als auch vielleicht auch mehr Kraftwerke. Das hat sich bisher noch nicht so wahnsinnig gerechnet immer, weil es halt doch teuer war. Aber wenn es halt dann auch mal skalierbar wird, wenn man mehr Bohrungen machen, dann sollte das mehr kommen. Hier sehen wir dieses Beispiel von der Firma MTU Aero Engines, die einfach dann, sag ich mal, ihre Prozessenergie und Raumenergie dann daraus ziehen wollen. Davor, wie gesagt, lange Zeit war das so ein bisschen enttäuschend, diese Umsatzentwicklung. Sehen wir auch hier, hat jetzt in 21 Fahrt aufgenommen und sollte halt jetzt 22 und 23 jetzt dann wirklich dann die nächsten Jahre explodieren wegen diesem Thema Russland, dass wir da unabhängig werden von dem Gas und auch LNG ist natürlich auch ein bisschen teurer und natürlich auch nicht komplett grün. Also da sind die Aussichten gut, trotzdem eine Ziel-EBIT-Marge ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Vielleicht gibt es ja neue Aufträge hier von der Geothermie-Messe, die aktuell ist. Ja, da wird auch gesagt, dass es der Hochlauf der Geothermie jetzt begonnen hat. Ähnlich wie in Solar ist dann das Thema. Ne? Das ist ja auch jetzt inzwischen unabhängig von Subventionen und Wind. Und dann kann so ein Thema halt abheben, wenn auch, sag ich mal, der Widerstand gegen solche Techniken aufgegeben wird. Ja, also für das Bundeswirtschaftsministerium ist es halt auch eine Schlüsseltechnologie. Deswegen vom Fazit ist es so ein bisschen schwierig von den Schätzungen. Ja, bei so einer kleinen Firma gibt es da natürlich jetzt nicht so viel von den Margen, welchen Zahl man da irgendwo nimmt. Nach dem fairen KGV ist es jetzt sicherlich nicht unterbewertet, aber wenn wir halt mal so überlegen, eine Firma, die irgendwie 60 Millionen wert ist und einen großen Beitrag dazu leisten kann oder mit ihr ist da, sag ich mal, die Technologie dahinter und sie sind einer der Marktführer in dem Bereich, dann ist das nicht viel. Das ist wahrscheinlich, was wir in Subventionen in ein paar Stunden raushauen in Deutschland für irgendwelche Energiepreise im Winter. Also, und es hat natürlich dann auch Hype-Potenzial, ähnlich wie irgendeine Meyer Burger. Wenn Leute das entdecken, das Thema interessant finden, dann kann das natürlich dann auch mal über den fairen Wert gehen. Also hat auch ein bisschen eine spekulative Komponente, ist auch schon ein bisschen angesprungen. Also der Chart sehen wir hier, ging auch schon ganz gut nach oben, aber natürlich bei so einem kleinen Wert auch immer ein bisschen volatil. Was ist eure Meinung dazu? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nochmal der Hinweis, natürlich keine Empfehlung und ich bin indirekt über Wikifolios und auch sogar in die Position im Fonds investiert.